1 nach dem 69 quasi. So, 7 Achsen. Ich sattel gerade, habe gerade meine Sattelplatte verstellt. Jetzt hänge ich meine Dreiachse. Hänge ich drauf. Dann lade ich hier in Engelbach-Altebahn auf der anderen Seite. Lade ich. Müsste der DX140 den Dose an. Aber ist noch nicht sicher, ob der hierher geht. Oder ob der weitergeht, auf eine Baustelle. Ich habe mein Tieflader nicht richtig abgestellt, ne? Die große. Jetzt steht er mir zur Hälfte hier im Weg. Kommen, später wieder rein. Ja. Bagger fertig, Bagger hole, Bagger bringe, Bagger kaputt, Bagger. Naja. Wie gesagt, hol mal nach Hause.
mal Platz. Ja? Hier ist mal Platz. Lade ich jetzt hier ab wieder. Ich nehme an, dass wir, was hier liegt, werden wir alles brechen, denke ich. So, ich fahre noch ein Stück hier vor, dass wir gerade stehen. Halbwegs gerade. Und hier hänge ich jetzt ab. Ja, das Wetter ist läuft sich hier lauf rum der Eck. Es ist zwar warm, es ist 14, 15 Grad draußen, aber halt windig. Naja, geh mal abhängen. Sorry, Brecher steht hier. Die Kamera blieb nicht stehen. Draußen ist ein Wind. Brutal. Gott sei Dank habe ich einen guten Kleber auf der Platte. So, ich hänge jetzt noch zusammen. Hier liegt noch mein Tiefbett. Dann fahre ich mal nach Lautern. Was haben wir denn jetzt? 15 Uhr vorbei. Dann lade ich dort noch den Bagger. Ich bin zu nah. Lade ich dort noch den Bagger, den nehme ich mit nach Hause. Ja, wird es auch gewesen sein, denke ich. Gehe ich mal aus von. Ich stelle das Ding mal auf die Füße, den Apparat. Extremer Wind. Es ist. Thermometer zeigt 20 Grad. Draußen. Ja, also draußen merkst du es nicht, wenn du am Wuhlen bist. Und der Wind kühlt ja doch. Oh ja, wo fahre ich dann schon wieder rum? Der Wind kühlt ja doch gut und kommt dir fast schon kalt vor. Fast schon kalt vor. Bei der Amis, da werde ich auch die Kamera wieder ausmachen. Wenn ich drin bin, filme ich dann wieder. Kommt jetzt gleich die Autobahnpolizeistation. Und da hinten dran ist die Einfahrt. So, wieder ausmachen gleich. Wie gesagt, bis ich durch die Ware bin und dann geht's weiter. Ich muss mich beeilen hier. Es hat schon das ein oder andere Mal geblitzt eben. Und ich bleib die Kamera stehen.
So, hab geladen. Hoffe nur, dass die Kamera ausging, weil der Akku leer war. Oh, ich bin pitschepatsche nass, ne? Logischerweise. Gegen Ende war es Gewitter, also es hat geblitzt. Und 2-3 Sekunden später kam der Donner. Also es war ziemlich genau über mir. Dann mache ich es mal so. Ja. 4-5 Sekunden. So, jetzt mache ich erstmal Heizung, volle Möhre. Was geht? Frei sind, dass hier kein Baum liegt irgendwo. Man kann jetzt einfach drehen. Ich habe mal nichts gehört gerade von Bäumen quasi. Geht davon aus, dass der Rückweg frei sein wird. Meine Fresse, was? Ein Doppelpfeil hängt quasi.
Quad 2, Quad 3 oder Quad 1, Quad 3. Hängt doppelt frei. Weiterfahren müsste ich eigentlich irgendwann an die Autobahn kommen. Also da bin ich nicht hergekommen. Mit Sicherheit nicht. Aber das sage ich schon die ganze Zeit. Ne? Da haben wir ein, zwei Gebäude weggerissen. Irgendwo da oben muss eine Kreuzung kommen. Wo ist hier die Kreuzung? Nee. Ist auch keine Kreuzung. Oh, ich glaube, ich bin hier richtig. Sieht alles so gleich aus, ne? Vorne ist eine Kreuzung. Vorne ist eine Kreuzung, da liegt aber auch links. Oder ist diese Kreuzung? Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Sieht alles so gleich aus hier. Und was hier Holz liegt. Ah, Gott, nee. Da vorne ist eine Kreuzung. Ich weiß es nicht mehr. An vier Buden kann ich mich entsinnen. Was darf ich anmachen, ob mir das Navi irgendwas zeigt, aber ich glaube, ich werde hier keine Straßen finden. In welche Richtung habe ich denn? Richtung Kaiserslautern, okay. Das sieht gut aus. Ich fahre Richtung Kaiserslautern vorne. Och, da vorne kommt doch irgendwas Großes mit in der ganzen Halle. Ne? Die beiden Bude, da vorne, da war das Dach eingestürzt, genau. Alter. Alter, ich rede, Alter, ich rede, Alter. Ich rede. Ich hab den Ausgang quasi aus dem Wald gefunden. Was hier Holz liegt. Ich hab den Ausgang aus dem Wald gefunden, okay. Sehr schön.
ich da hier neben dem 46 steht, der mit dem Löbel dran, den habe ich gerade abgeladen. Jetzt zattel ich um. Dachte, ich fahre jetzt die Brecherkolonne, aber doch nicht. Ich sattel jetzt mein Dreiachser auf, dann fahre ich wieder nach Göllheim hoch in den Steinbruch. Vielleicht. Lade dort eine D6, eine Planierraube und eine Cut. Und die soll, glaube ich, rüber nach Frankenthal, wenn ich das recht verstanden habe. Schauen wir mal. Aber erst sattel ich um. Verladen hier fertig war, habe ich Ewigkeiten gebraucht, um die halbwegs ordentlich zu verzuren. Richtige Zurpunkte nicht vorhanden. Natürlich, wenn sowas ist, wirst du dann von der Polizei gestoppt. War auch bei mir so, kommt selten vor. Da
machst du dir schon selbst Gedanken, wie das alles, ob das alles hält, so wie du das verzweifelt hast. Ja, und dann auch noch sowas. So, war gerade in einer kleinen Polizeikontrolle. Fahren die Kollegen los oder fahren die nicht los? Doch, die fahren los. Halt. So, jetzt alles wieder verräumt. Attacke. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Anschlagpunkte an dieser Raupe sind mehr als bescheiden. Ja, aber sie waren dann damit einverstanden, wie ich das Ganze gelöst habe. Ich darf jetzt weiter rollen. Ach, jetzt will ich gerne ein bisschen nachlenken. Na, egal. Weil mein Tieflader läuft ein bisschen nach rechts. So. Ich habe keinen Kontrollbericht. Aber gut. Zeigt es mir bei Pforzheim, zeigt es mir eine Minute Stau. Zeigt aber auch an, dass eine Sperrung vorhanden wäre. Ich glaube, ich fahre überhalb von weiter. Glaube ich, heute das erste Mal seit gefühlt 3 Jahren in eine Kontrolle überhaupt reingekommen. Werde echt selten kontrolliert. Auf der einen Seite ist gut, auf der anderen Seite. Ja, dürfte auch ein bisschen mehr sein. Ab und zu. Aber man ist doch immer wieder froh, wenn es dann ohne Veranstaltung weitergeht. Ja, es ist 13 Uhr, ich habe noch 5 Kilometer bis an mein Ziel hier. Hier links von mir muss die Zeppelin sein. Zeppelin oder Alcat, je nachdem. So, alles gut. Die nächste Straße links ab, das ist meine Zielstraße. Nein, die übernächste. Vorne an der Ampel nehme ich an. Nehme ich mal stark an. Ich habe hier Vorfahrt. Jawohl, ja. So, nächste Kreuzung. Straße.
Ja. So, 14 Uhr, ich wäre eigentlich leer. Es ist hier gerade ein bisschen der Krieg ausgebrochen. Gut, passt. Kommt alles auf einmal. Der Kollege fährt jetzt noch ein Stück zurück. Wunderbar. Und dann kann ich hier links rum wieder raus. Es passt. Hier vorne auch noch raus. Arm hier rechts, ich weiß nicht, kann man den sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sieht neu aus. Ne, sieht er nicht. Entschuldigung, ich mache das zurück. So, wie gesagt, 14 Uhr, ich mache mich dann wieder aus dem Heimweg, auf den Heimweg. Hier steht ein KMC an. Hier steht ein KMC an. Göttlich hier. Warte noch mal kurz, ob der zu dem Fahrzeug hier gehört. Weiß auch nicht, wenn ich jetzt links rum fahren sollte, komme ich dahin, wo ich nicht fahren darf, ne? Scheint, als gehört er nicht hier dazu. Wobei ich könnte links fahren, könnte dann rechts fahren und könnte ohne wieder rechts fahren. Und dann bin ich wieder vorne auf und zubringe. Genauso mache ich es. Genauso mache ich es.
noch nicht sicher, dass wo ich den hinfahre, so wie es aussieht, geht er in Anführungszeichen nur zur Liebherr-Meckenheim. Was ja für mich Gattings wäre, ne? Das liegt absolut auf dem Weg. Das erkläre ich, beziehungsweise das nicht, das erkläre ich, sondern das kläre ich jetzt noch gleich ab. Weil ansonsten müsste der in die Nähe von Trier. Und das würde bedeuten, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einmal im Fahrzeug übernachten. Und da habe ich also gar keinen Drang gemacht. Mindestens nicht morgen. Morgen Abend, schauen wir mal. Ja, für heute habe ich jetzt eine Gesamtfahrzeit von 6 Stunden 30. Kilometer bin ich 445. Also 446 wird dann sein, wenn ich im Loch stehe. Und ja, mache jetzt nur noch ein bisschen sauber. Und dann geht es morgen früh wieder gegen 3 Uhr weiter. Dortmund hoch fahre ich immer gern früh los, weil aus der Köln ein.